Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3. Und ja, er schon direkt zum Hochfürsten, ne? Was denn? Und weil wir da Tür aufgemacht haben. Und wenn die Tür erst durch den Bosskampf aufgeht, dann hast du es immer, da ist irgendein Shit hinter. Und wenn der Shit nur ein zusätzlicher Bosskampf ist oder ein NPC, wissen wir nicht. Da hinten ist Loot. Mehr Loot-Auge drückt mir nie. Was ist es? Erst mal umdrehen. Scheiß drauf, dann mach ich später. Ich hab sowieso nicht die Seele, um mir was zu kaufen. Vielleicht eins davon. Warte mal, ja, das mach ich auch später. Keine Zeit für Inventar-Tetris jetzt. Unten steht drauf, Aschefürst voraus. Und das. Ja, das könnte schon sein. Boah! Das verfickte Nordventil! Ja, hier wollt ihr hin. Genau hier am Nirgends anders. Ja! Nein, hier will ich nicht hin. Nordwind. Aber es sieht geil aus. Da kommt keiner. Warte mal. Ich mach die Screenshots, obwohl ich sowieso. Ich mach viel zu wenig Screenshots, ey. Zack, nehmen wir. Passt, auf war das da du. Das machen wir an. Sehen wir uns da nochmal hin, der Vollständigkeit halber. Boah, das schaut schon richtig geil aus hier, ne? Erstmal darauf legen. Und weil wir was können. Aber wir können. Vielleicht könnt ihr damit was anfangen, vielleicht auch nicht, wir wissen es nicht. Doch, wir wissen es. So, da oben geht's weiter, da unten geht's weiter. Jetzt haben wir wieder meine Lieblingssituation. Ich hab keinen Schimmer, wo lang. Yay! Bei da oben steht Aschefürst voraus, dann hast du den Zweifel immer wieder an der großen Vier, wo wir schon angehüllt haben. Indirekt ein, es war dem seine Wächter. Da ist die Gruft, dann gehen wir nach unten, weil wir können. Tageslicht wird überschätzt. Vor allem in einem Gebiet, wo richtig geil ausschaut, wo ich so nehmen würde. Wollt ihr nicht eigentlich nur Horrors machen? Ja, komm. Die Ereignisse überschlagen sich wieder mal. Ja, Ruhe jetzt. Also ich kann schon etwas länger rennen, aber. Ist immer noch nicht so viel, wie ich es gerne hätte. Der Dämon von. Zäher Feind. Na gut. War nicht zäher als der eine Knochenkopf oben auf dem. Das wäre der andere Typ oben auf der Mauer. Außer, dass der halt gebrannt hat und der andere Stein. Der grobe Unterschied. Ein Terramant war da einer, der hier ein Pyromant. Kann man das Terramant nennen? Ich hab keine Ahnung. Kann ich hier runterspringen, ohne zu sterben? Es sieht eher weniger danach aus. Willst du Horace runter? Wie soll ihr das machen, ohne zu krepieren? Da hinten. Da ist ein Weg. Da ist ein Weg. Alles klar, da ist ein Weg. Junge, ich glaube, da ist ein Weg. Da ist ein Weg, Junge. Junge. Weg. Ich Weg, du Weg, er Weg, da unten Weg. Der kleine Penetrante, der kommt mal wieder nach. Ha, zu spät. Zu langsam, tschüss. Wie will berauten das? Ja, super. Braucht nur einen Slot. Kostet 19. Das ist ein bisschen mehr als die Verbrennung, ein bisschen weniger als der Feuerball. Das ist der explodierende Feuerball, Junge. Könnte gut sein, wissen wir aber nicht.
Aber es ist dunkles Feuer, also. Zweifel macht's dann kaputt. Und das sieht hier schon wieder so sumpfig aus. Wo ist denn das, was mir hier besch... das kann man ja eher weniger übersehen. Hier irgendwas... Hier irgendwas rumhusten. Das sind Bolzen! Das sind einfach fucking große Bolzen! Von fucking großen Armbrüsten! Das ist Riesenteile! Nicht zitieren! Nicht aus das Ding reißen aus dem Kontext. Oh! Das konntest du kaum als Bolzen identifizieren, so riesengroß wie die Scheiße ist. Da hinten ist die Tür. Und da ist ein Nebel. Das macht mich nicht nervös. Nee, warum? Kommst du da drauf? Zwei. Drei. Jetzt kommen wenigstens nochmal die großen Türen in die Scherben. Eins. Na, eins. Zwei. Drei. Da ist eine Krabbe! Das ist eine brennende Krabbe! Eins! Zwei! Drei! Da ist Horace. Ja, da ist zumindest der Weg nach Horace. Nach Horatio der Weg. Feuer frei! Eins! Zwei! Drei! Slightly terrifying. Das Vieh ist magic proof. Unglücklich noch nicht. Fuck! Horace, Horace, Horace. Why are you doing this? I have no problem with dir. Why are you want to kämpf gegen me? Freund oder Feind? Horace! So viel zu dem Thema. Gut, dass er stumm ist. Der kann mir ja sagen, warum er mir angreift. Weil man grummelt so auf. Okay, den kann ich nicht abwehren. Also was geil ist? Komm, wir buffen. Du bist langsam wie eine Schildkröte. Aber ich hab fast. Und ich hab fast gleich viel Reichweite wie du, Kollege. Boah, das Ding ist ja richtig Gold wert, ey. Das ist nice. Der Weg ist nice. Hat der ernsthaft versucht zu looten, während Horus. Ja, das ist nämlich, wenn man zu freundlich. Wenn man zu gutgläubig ist. Oh, sieht ja nicht schwer, was zum Geier? Ich halte es nicht aus. Einsam. Vision von oben. Wie, was Vision von oben? Alles klar.
kriege ich einfach mal die Titanitscherben noch geschmissen, die großen. Wie viel haben wir denn schon wieder? 5. Theoretisch bräuchte ich noch eine und dann könnte ich noch mal die Pyromantieflamme aufbessern werden tun haben sollen. Es ist Horus tot. Ja, wie erzähle ich das jetzt, André? Ja, weißt du, wir haben was getrunken, da waren so. Und da kämmert eins zum anderen und da habe ich halt den Schädel aufgeschlitzt. Was war Notwehr? Ja, das erklärt sich sehr gut. Ah, stimmt ja. Alter, ist das ein fettes Ding. That's what she said. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Würden die hier stecken bleiben, ey? Aus irgendeinem Grund wollen die nicht. Oh! Krabben! Starke Krabbe! Sehr starke Krabbe! Zu starke Krabbe! Warte mal eben. Blöde Idee. Du hast da nichts besseres zu tun, als nur mal mehr zu nerven, als wie eh schon. Und ihr redet jetzt mit dem Typen oben an der Armbrust. Balliste. Der Typ hat echt nichts besseres zu tun. Da war fast ein bisschen zu knapp. Tschüss. Ich geh nochmal auffüllen, wenn ich schon mal hier bin. So, in die Richtung hat also Horus jetzt nicht wirklich viel gebracht. Jetzt gehen wir erstmal mit André reden, sonst versauert der mir hier unten noch. Das wird sowieso super, weil Alane sieht da sehr kompetent. Sieht da auf jeden Fall sehr kompetent aus. Der Junge. Deswegen bezweifle, dass der hier allein überhaupt rausfindet. Also wenn du in so 10, 20 Stunden Nummer kommst, sitzt du wahrscheinlich immer noch hier unten. Achtung! Immer noch rechts und links schon bei Straßen überqueren.
Ist nicht mal Straße, ist ja Gruft. Fast das gleiche. Das könnte. Ja, egal. Es ist nicht. Die Aussage war nicht ansatzweise so deep, wie man meinen könnte. Ach, leck mich, du Scheißratte. Seelen ist verlassen, ne? In Leichnam. Ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Nur wird das auch mal gesagt. Jetzt weitergang. Hier vorher wohin? Und nur nach oben. Ist im Zweifel, da die Brücke noch steht, ist er wahrscheinlich nur oben weitergegangen, weil und wir haben halt hier als einziges Ereignis, was in irgendeiner Weise passiert ist, bevor Horace das Zeitliche gesegnet hat, war eben, ja, dass der Boss kaputt gegangen ist, oder oben die Tür auf. Also ziemlich sicher ist er nur oben weiter. Was so viel heißt, erstmal freezen. Ja, dass er wahrscheinlich nur oben weitergegangen ist ins Nordwindtal, wo ich mich schon richtig drüber freue. Wenn es nicht halb so geil ausschauen würde, wenn er nicht so schlechte Erinnerungen hätte an Geschichten aus dem Nordwindtal. Oh, what? What a motherfucker. Kein Boss war bisher nur ansatzweise so nervig, anstrengend und schwer wie der, Henny. Was heißt schwer für... Da war halt einfach, ich weiß nicht. Wahrscheinlich lag es, es könnte an die Anfangswerte gelegen sein, dass er mich heute one-shotted hat in der dritten, in der zweiten halben Phase. So an sich immer so geil. Oder, ich weiß es nicht. Könnte aber sein, dass ich Bullshit gemacht habe. Ich weiß es auch nicht. Am Leute kalibrieren hier. Das nützen wir aus. Wir rennen ja schon mal weiter. Warum ist da drüben eine Nebelwand? Interesting, but highly disturbing. Warum ist schon eine Nebelwand? Lass mal aufhören, so rumzuzappeln, bitte. Das schien, das ist immer noch ein Shit. Für meine Pfeile. Oder kriegt er Schaden, oder? Sieht so aus, er kriegt Schaden. Ja, der ist auch wirklich nennenswert, der Schaden. Also gibt zwei Möglichkeiten. Entweder er kennt das Ding hier mit übelsten Geschreie durch die Gegend kiten, oder... Ja, das wird der Fall sein, weil so viele Fälle habe ich gar nicht. Elektrischer! Ja, leck mich, du Pfeil, Hannes! Das ist nicht mal ein Aal! Ich hab keine Ahnung, was das ist! Ein Wurm! Das ist ein Scheißwurm! Das ist eine Pflanzenwurm. Pflanzenwurm. Pflanziger Knochenwurm, ein knochiger Pflanzenwurm. Das hat sogar Sinn ergeben, der letzte davon. Knochiger Pflanzenwurm. 3. Dankeschön, den Rest kannst du behalten. Der Klassiker, wenn es einmal funktioniert, warum soll es nochmal funktionieren? So, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich kann nur hinten irgendwie hoch und die Armbrust dann wohl übernehmen und das Vieh wegbolzen, was aber wahrscheinlich so einfach wäre. Oder ich versuche irgendwie den Heinel oben dazu zu kriegen, das Ding anzuhüten.
Aber zweiteres eher Chaos noch sich ziehen wird. Alter, ist das ein Maler! Wurm! Es ist ein Motherwurm. Es ist ein Motherboardwurm. Also in Dark Souls 3 haben sie es mehr mit dicken Gegnern. Alter! Ist das ein elender Wurm? Das ist... Rufsymbole. Ja? Was war auf mit dem Scheiß? Ich sehe ja nichts. Hat mich. Hat getroffen! Ich höre halt wegen dem scheiß Wurm hier nicht, wenn der schießt. Ah, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. So, da wir 5-6. Das funktioniert, das funktioniert. Ja, das funktioniert. Also 3-4-5-6. So, 3-4-5-6. Daneben. Und nochmal daneben. Invisible Spike, Fotze. Den hast du nicht, du Scheißwurm. Er hat geschossen, oder? Nee. Ah. Schuss! Ach, die Scheiße hat Auto eben, oder was? Die Scheiße hat Auto eben. Ach so. Wenn er sich ihn jetzt so durch die Gegend würmen würde. Schuss! Bin mir ziemlich sicher. Schuss. Schuss? Schuss! Letzter trifft immer. Kriegt das Timing nicht mehr hin. Der Wurm, der entwurmt sich hier ständig. Der verpisst sich gerade ständig. Das muss ich anders machen. Lass ihn jetzt mal ausrichten. Und der Schuss. Schuss! Und Schuss! Einmal genau leicht. Einmal genug, nein. Na komm schon. Der Wurm ist das tot. Du hast es fast geschafft. Ich muss den Wurm treffen. Den Wurm. Dankeschön! Bester Mitarbeiter! Ah! Double nice! Und da hat was gedroppt. Feuer frei, bitte. Dankeschön! Schick den Präsentkorb! So! Da hat nichts gedroppt, der war Leiche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da funktioniert auch noch. Schauen wir es einfach hier hin und dann war es das. Fertig. So. Blitzpfad. Klingt ziemlich geil, aber ziemlich stark. Ja, 35, also. Schläge mit Blitzpfad zu. Danke. Das war schon jetzt gleich wie das Feuer. Der Feuershit aus der Hand, nur mit Blitzshit aus der Hand, was das Ding halt gemacht hat, nur eher nicht so groß. Es ist so geil! Die Scheiße hat Auto eben, aber alles andere nicht! Es ist so geil, es ist einfach so behindert. Der dritte ist irgendwo gegengekommen, wir bauen wahrscheinlich.
erstmal aufladen. Wehe, der Wurm spawnt nach, aber er hat halt harte Sachen gedroppt, ich glaub's eher nicht. Wenn ja, nehme ich so, gerne. Wenn nicht, dann nicht. Also ich hätte nichts dagegen, wenn er wegbleiben würde. Aber wenn er weiterhin den Shit droppt, ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie einen Zauber verkauft, ich habe keine Ahnung, wie viel das Zeug wert ist. Schwelender See. Egal. Was da hinten bei der Nebelwand ist, die immer noch da ist, was eher schlechtes Zeichen ist, sehen wir dann das nächste Mal. Ich danke schon mal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und schöne Grüße an den Ambrose-Tiny.